Genau. Verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe noch mit den Resten von einer Erkältung zu kämpfen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Seid ihr auch schon so heiß wie ich? Also da bin ich heißer als ihr, das könnt ihr besser. Los geht's! Jawohl. So gefällt mir das. Ja, was war erwartet euch hier? Wir haben eine große Horde an Cosplayern hier an unserer Seite. Also einmal einen Applaus bitte für alle Cosplayenden. Und es geht jetzt darum, dass die Cosplayenden hier von meiner rechten Seite, von euch aus gesehen auf der linken, hier auf die Bühne draufkommen, sich in Pose schmeißen, Pose 1, Pose 2, einmal freundlich lächeln und winken und wieder von der Bühne gehen. Vorsicht, hier drüben ist keine Treppe, also bitte nicht drunter springen. So, das ist zumindest das Ziel der ganzen Veranstaltung. Und das Ganze soll auch fachmännisch bewertet werden. Und dazu möchte ich einmal bitte die Jury zu mir auf die Bühne bitten. Einen Applaus bitte. Einmal der Björn. Dann die liebe Sarah. Und last but not least, Sita. So, was qualifiziert euch als Jury? Jury, dass ich auch sehr oft für die DCM, die Deutsche Cosplay-Meisterschaft, die diesen Catwalk hier veranstaltet, als Jury arbeite. Außerdem habe ich 2019 auch die DCM selbst gewonnen. Danke. Und noch so ein paar andere kleine Wettbewerbe. Und ich freue mich sehr auf die wunderschönen Teilnehmer, die ich da schon an der Seite stehen sehe. Dankeschön. Ja, was qualifiziert mich? Ich gehöre zu den alten Eisen. Ich cosplay seit 2011, 10, 11, sowas rum. Habe auch schon bei Cosplay-Wettbewerben teilgenommen und gewonnen. Und ja, ich freue mich jetzt tierisch darauf, mal in der Jury sitzen zu können und das aus der anderen Perspektive zu sehen. So, hallo, ich bin der Björn. Ich greife das jetzt mal mit dem alten Eisen auf. Also ich cosplay seit 2003. Also schon ein paar Tage länger. Bin mittlerweile aber gar nicht mehr ganz so aktiv. Warum? Naja, weil ich genau sowas hier organisiere. Also ich bin der Verantwortliche für die Cosplay-Meisterschaft. Genau, also ich organisiere die DCM und natürlich auch an der Stelle relativ aktiv im Animax, über die wir wahrscheinlich noch ein bisschen was hören werden heute. Und ansonsten, ja, selber sehr lange Cosplayer gewesen und mittlerweile endlich auch mal auf der anderen Seite des Jurystisches. Dankeschön. Jawohl, ein Applaus bitte für die Jury. Genau, ich bin der Basti, aber mein Name ist nicht relevant. Wer relevant ist, sind die Cosplayenden. Und die sollen das Ganze natürlich nicht for free auch noch machen, sondern es soll auch noch was geben. Und zwar... Für die ersten drei Plätze, ihr seht die Medaillen hier bei mir um den Hals hängen, gibt es für den ersten, zweiten und dritten Platz eine selbstgedruckte, 3D-gedruckte Medaille. Für den ersten, zweiten und dritten Platz. Und wir haben auch noch ein bisschen was vom Verein uns aus dem Kreuz geleiert. Und zwar, welcher Verein? Und zwar der Animax-Verein. Also für die es noch nicht mitbekommen haben, das Ganze ist vom Animax organisiert. Und der dritte Platz bekommt für die Convention, die Animuk, ein Tagesticket, Samstagticket für den dritten Platz. Ja. Dann der zweite Platz bekommt 2 Eintrittskarten für die Frankenmax in Nürnberg im Sommer. Und Platz 1 bekommt ein komplettes 3-Tagesticket für die Animuk dieses Jahr. Und wir haben auch noch ein paar Goodie-Bags bereitgehalten, also wir haben noch ein bisschen Kleinkram, den wir euch auch noch geben möchten. Und ja, würde ich erstmal sagen, schnacken wir nicht weiter und starten mit der Show, oder? Seid ihr bereit? Ja. Wunderbar. So, dann, ich werde jetzt nacheinander die Startnummern aufsagen, wer es ist, welches Kostüm, ob selbstgemachtes oder nicht. Weil hier darf jeder teilnehmen, egal ob gekauft oder selber gemacht. Und dann würde ich sagen, Musik ab und los geht's. Wir
Wir haben Startnummer 1, Lisa als Lila aus Twisted Wonderland. Startnummer 2, Nadine als Kurumi Tokusaki aus Dead Alive. Als nächstes haben wir Startnummer 3, Frostprinz als Ventus von Kingdom Hearts Birth by Sleep. Dann haben wir Startnummer 4, Sam als Link aus The Legend of Zelda. Dann als nächstes, wenn der Link fertig ist, Startnummer 5, Laura als Daejin aus Suzumi. So, dann kommt Startnummer 6, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Aki, als Alistair aus Hespin Hotel. Nummer 7, Nessie als Ash aus League of Legends. Dann als nächstes Startnummer 8, Yumi als Fesselers aus Genshin Impact. Ja, wir haben eine große Genshin Impact-Trennung dabei. So. Startnummer 9, Tommy als Hexagon Hexhex aus Tavern Talk. Dann machen wir weiter mit Genshin Impact. Startnummer 10, Samantha als Taknari. Oh Gott, die sind immer schwer auszusprechen. Dann haben wir als nächstes Startnummer 11, Lumi als Kokomi auch aus Genshin Impact. Oh, Tinnitus. Und wir bleiben bei Genshin Impact, Startnummer 12, Lizzie als Yae Miko. Last but not least auch auf Genshin Impact. Joan Lee, Nummer 13, als Chongling. Wir wechseln bei der Startnummer 14 nach Japan und aus dem Franchise Naruto. Mel Zenshir als Madara Uchiha. Ach, verdammt. Peinlich, peinlich. Okay, also mit so einer großen Waffe möchte ich nachts dich nicht begegnen. Das könnte wehtun. Dann machen wir weiter mit Startnummer 15. Julia als Jinx aus League of Legends Arcane. So, bei der nächsten Runde würfeln wir. Und zwar kommen wir jetzt ein bisschen ins D&D-Franchise. Startnummer 16, Gundyr als Gundyr Brandbart von der Feuerspiele. Lass die Bühne heilen. So, dann Startnummer 17, Jojo als Anora Skal, aber als D&D-Charakter. Dann Startnummer 18, Star Wars Clone Wars Commander RT als Clown Trooper Commander RT. Ohne Laserschwert. Wie kannst du nur? So, Startnummer 19 kommt Bianca als Anna aus Frozen.
So, jetzt machen wir einen Nummernsprung und zwar gehen wir weiter zu Startnummer 23. Lucy als Scaramouche, auch aus Genshin Impact. So, machen wir Steiger mit Startnummer 24. Ich kann den Nickname echt nicht aussprechen. Verkason als Boba Fett aus Boba Fett. Boba Fett, da verdammt. Ja, das war peinlich vorhin auch schon bei der Vorbereitung. So, machen wir weiter mit Michaela Cosplay als Ahsoka auch aus Star Wars Live Action Series. Machen wir weiter mit Startnummer 26. Tidus als eigener Charakter aus Mandalorian. Nummer 27, Eako als Levi Ackermann aus Attack on Titan. Dann machen wir weiter mit Startnummer 28, Yumi als Drachlakla aus One Piece. Oh mein Gott, ich und Worte. Dann machen wir weiter mit Startnummer 29, Time for Cosplay, Chopper aus One Piece. Und last but not least, Startnummer 30, Sarah Cosplay als Columbina aus Genshin Impact. So, und jetzt möchte ich alle Cosplayenden noch einmal zurück auf die Bühne bitten für ein großes Sammeln. Kommt wieder zu mir und einen Applaus bitte für alle. Einmal hinterher. So, schön hier vorne hinstellen, damit man euch gut sieht. So, ihr orientiert euch in dieser Linie hier. Genau. Kommt gerne noch ein Stückchen nach vorne. Wir beißen nicht, gerne noch ein Stückchen nach vorne kommen, dann sieht man euch besser. Damit auch mehr Leute auf die Bühne drauf passen. So. Geht gerne noch alle ein Stück weiter nach vorne. Jawohl. Und wie immer, die Kleinen nach hinten, die Großen nach vorne. Wir kennen das Spiel. So, alle da? Wunderbar, das gefällt mir ganz gut. Ja, wie fühlt ihr euch nach diesem Power-Catwalk? Geht gut? Wunderbar. Also für euch im Publikum, die Jury hat sich jetzt gerade zurückgezogen und bewertet das Ganze jetzt. Und ich werde jetzt euch ein paar Fragen stellen, warum ihr euch zum Beispiel für diesen Charakter entschieden habt oder warum selbst gemacht oder gekauft. Und ich suche mir jetzt einfach mal willkürlich jemanden aus und ich fange mal hier hinten an. Postwitz. Warum hast du dich für diesen Charakter entschieden? Ist er selbst gemacht? Ist es gekauft? Wie kam es dazu? Weil Ventus der beste Kingdom Hearts Charakter von allen ist. Wer kann dem zustimmen? Okay. Das Cosplay selber gemacht. Die Rüstungsteile habe ich 2016 gemacht für einen großen Wettbewerb und habe dann für das Euro-Cosplay den Vorentscheid, nicht die Rüstungsversion, sondern die normale Version gemacht, weil ich hatte ja auch die Vollrüstung. Und habe mir gedacht, ich pack die mal wieder und schreibe die mal wieder. Ja, damit sie nicht ganz einstaubt. Vielen Dank. So.